Tobi, Sommerpause ist vorbei. Ja, inwieweit hattest du denn Zeit und Ruhe, Kraft zu tanken, die Erlebnisse des letzten Spieltags zu verarbeiten? Wie ist es dir ergangen? Ja, war angenehm. Ja. Zu Hause bei der Familie die Zeit zu genießen. War zwar trotzdem viel Stress mit viel Videoschauen, viel Telefonate führen. Das Aufstiegsfinale habe ich eigentlich unter der Woche vom Pokalfinale schon abgehakt. Da war das schon durch. Wir haben im Pokal nochmal einen schönen Abschluss gehabt und dann haben wir uns den nächsten Aufgaben gewidmet. Heute war Trainingsauftakt in der Ellipshöhe, vorangegangen die beiden Tage mit Leistungstest. Mhm. Ja, wie ist dein Eindruck aus den ersten aus der ersten Einheit und aus den beiden Tagen Leistungstest von der Mannschaft, von den neuen Jungs? Ja, ich glaube, die Leistungstests bestätigen das, was die Jungs uns ja immer übermittelt haben von ihren Laufplänen. Da wissen wir, dass sie auf einem guten Stand sind. Ansonsten, glaube ich, war das der erste Tag für die Neuen natürlich viel Input, für die Alten natürlich viele neue Spieler dazu. Und ja, am Platz haben wir ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen, aber ich glaube, am Schluss war dann die Qualität auch schon zu sehen und haben eine knackige Einstiegseinheit hingelegt. Ja, jetzt dürfen die Jungs heute mal regenerieren nachmittags oder abends und dann geht es morgen schon wieder weiter. Deswegen, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Wir haben eine kurze, knackige Vorbereitung und die ziehen wir auch so durch. Und da haben wir unseren hundertprozentigen Fokus drauf. Ja, Lars, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Erstes Training heute an der Ellipshöhe mit der neuen Mannschaft. Ja, gib uns mal einen Einblick, wie war es, das erste Zusammentreffen? Ja, war auf jeden Fall cool, hat Spaß gemacht. Viele neue Eindrücke vom Trainer, vom Team, auf dem Platz, zum ersten Mal vor Fans-Training. Es war richtig cool, hat Spaß gemacht und so kann es weitergehen. Wie bist du schon in Osnabrück angekommen? Hast du schon was von der Stadt gesehen? Ja, ich habe schon ein bisschen was gesehen. Meine Eltern sind noch da. Da waren wir ein bisschen in der Stadt, mal was essen und sonst bin ich momentan noch im Hotel. Jetzt steht ja die Vorbereitung an, 5 Wochen sind es bis zum Liga-Auftakt. Ja, was hast du persönlich für Erwartungen jetzt an die Vorbereitung und an dich selbst? Auf jeden Fall, dass es knackig wird jetzt, dass es anstrengend wird. Aber ich glaube, das brauchen wir auch, um in der zweiten Liga zu bestehen. Und an mich selbst, dass ich an mir arbeite, hier gut ankomme und hoffentlich viel Spielzeit bekomme. Kurz und knackige Vorbereitung. 5 Wochen sind es bis zum Saisonstart. Welche Prioritäten setzt du jetzt in der ersten Woche, auch im Hinblick auf das Testspiel am Sonntag in Lotte? Ja, das Testspiel ist immer so ein Wochenabschluss für uns. Grundsätzlich werden wir jetzt in der Woche viel das Spiel mit Ball trainieren und da unsere Prinzipien in die Mannschaft kriegen, dann schauen, dass wir am Wochenende zwei gute Mannschaften aufs Feld kriegen, die jeweils 45 Minuten spielen und dann Sachen auch schon umsetzen und trotzdem ihre Individualität reinkriegen, von den Jungs sehen, in welchen Räumen bewegen sie sich, wie ist das Zusammenspiel zwischen den Jungs und das ist so ein erster Test zum Abschluss der Woche. Ja, und dann werden wir die nächsten Wochen so weiterarbeiten, wenn ein Spiel gegen den Ball, dann viel im Trainingslager, viel in Umschaltphasen arbeiten. Dann in der letzten Woche viel im letzten Drittel, immer mit dem Abschluss halt des Spiels, wenn die Belastung in den Spielen hochfahren, wenn unsere Belastung unter der Woche in unserer Periodisierung lassen. Das heißt, morgen wird es hart für die Jungs und darauf sind wir vorbereitet und das ziehen wir so durch. Am Freitag kommt der neue Spielplan raus für die Saison. Gibt es gewisse Begegnungen, die du dir zu Beginn wünschst? Was hast du für Erwartungen da? Nee, ich wünsch mir jetzt eigentlich nichts Konkretes. Klar, ich freue mich, wenn wir bei mir zu Hause in der Nähe spielen, dass meine Familie Zuschauer kommt. Aber sonst habe ich jetzt nichts Besonderes. Ja. Okay, dann wünschen wir dir auf jeden Fall erstmal eine gute weitere Vorbereitung. Und wie gesagt, eben bleib verletzungsfrei auf jeden Fall. Dankeschön, Dankeschön. Ende der Woche kommt jetzt der Spielplan raus. Gibt es Gegner, die dir zu Beginn dir wünscht? Wie sind da deine Erwartungen, deine Hoffnungen? Nee, gar nicht. Das glaube ich, da kennt ihr mich jetzt gut genug. Ich nehme es, wie es kommt. Habe keine Wünsche. Freue mich auf jedes Spiel in der Liga. Das haben wir uns letztes Jahr verdient. Und jetzt geht es darum, uns auf jeden Gegner dann vorzubereiten. Und das ist erstmal eine Randnotiz für uns. Für uns geht es jetzt erstmal, wie ich gesagt habe, diese 4 Wochen in der Vorbereitung, unsere Themen durchzuarbeiten, da hart zu arbeiten, mit der richtigen Einstellung reinzugehen, immer fokussiert zu sein und alles andere kommt, bis kommt.